Also ich habe den Lehrstuhl für internationale Politik an der Universität St. Gallen. Eigentlich umfasst mein Gebiet, sage ich, alles von Kriegsforschung bis hin zur politischen Ökonomie, internationale Handelsbeziehungen, aber Lehrstuhl heißt Lehrstuhl für internationale Politik. Und wir haben Sie jetzt zusammen mit Herrn Daase herausgegeben, Clausewitz on Small War. Ja? Also Schriften, die gar nicht so bekannt sind. Ja? Nee. Das Buch vom Krieg ist bekannt. Genau. Aber wie intensiv er den Partisanenkrieg, die kleinen Kriege, ja, untersucht hat, das ist eigentlich erst hier deutlich und sehr interessant, dass das zur transatlantischen Brücke jetzt zählt. Ja, nicht? Ja, also diese Schriften und Gedanken über den kleinen Krieg, die sind im deutschsprachigen Raum bekannt, aber eher von, sage ich, Spezialisten, nicht allgemein bekannt. Aber sie sind überhaupt nicht bekannt im angelsächsischen Welt, sodass in letzter Zeit einige verwirrende Sachen oder irreführende Sachen gesagt wurden von sonst sehr kluge Kolleginnen und Kollegen über Clausewitz, über ob er noch zeitgemäß ist im Zeitalter von asymmetrischer Kriegsführung, Terrorismus, Kleinkriegsführung. Und ich habe mich einfach gefragt, wie können sonst so kluge Leute immer wieder einen Schmarren erzählen über Clausewitz? Und dann ist es mir klar geworden, diese Schriften sind nicht bekannt und nicht nur, dass sie nicht bekannt sind, sie wurden noch nie ins Englische übersetzt. Und dann habe ich mich zusammen mit dem Kollegen Daase hingesetzt und das haben wir dann jetzt gemacht. Er setzt sich ja ab von dem Krieg, der aus Gründen eröffnet wird, die nicht lebenswichtig sind für die Menschen, die kämpfen. Das wäre der Kabinettskrieg. Ja. Das wäre selbst die friderizianische Schlachtordnung, ja. Ja, ist nicht wirklich zwingend für die Gesamtbevölkerung. Und hier jetzt plötzlich, gelernt aus der Levée en Masse, ja, genau, ist jetzt so, dass ganze Gemeinschaften gegeneinander kämpfen. Ja? Genau, nicht? Genau. Es ist eine andere Kriegsform, eine andere Art des Krieges. Er ist ein bisschen ambivalent. Zum Teil meint er, wir kommen nie zurück zu den alten Formen des Krieges. Aber gleichwohl sagt er, hoffentlich bleibt es doch nicht so, wie es jetzt ist. Also er ist ein bisschen ambivalent, aber er ist durchaus von der Veränderungen, die durch Levée en Masse zustande gekommen sind, bewusst. Und auch er entdeckt in sich einen Patriotismus oder und sagt, wir als Preußen zunächst, aber auch als Deutsche, wir müssen auch diese Stolz und Liebe zur Lande, auch zum Teil zur Krone, entdecken, wiederentdecken. Und wir haben im Volk, im gemeinen Volk, eigentlich loyale Verfechter der preußischen Idee. Und wir müssen darauf aufgreifen, wenn wir zurückgreifen, wenn wir erfolgreich jetzt gegen Napoleon kämpfen wollen. Entwickeln sich und sie entscheiden sich in der Motivation der, klar, Beteiligten. Also die Waffen sind eigentlich leblos. Ja? Das Gelände ist neutral. Ja? Die Friktion trifft jeden, ja? Freund wie Feind. Aber in uns, ja, glüht etwas. Ja. Und wenn Sie jetzt Immanuel Kant nehmen, der Mut des Erkennens, Anfang der Vernunft, ja, dann klingt das hier nach. Ja? Nicht? Also man findet in diesen Schriften alle drei Elemente wunderliche Dreifaltigkeit, von dem er eben vom Kriege spricht. Einerseits dieses rationale Element, das würde ich sagen, sind die Vorlesungen über den kleinen Krieg, wo er versucht, irgendwie Gewalt der Vernunft unterzuordnen, dass man daraus ein rationales Mittel machen kann. Dann hat man aber natürlich auch Zufall und Friktion und Sachen, die sind immer da, wie Sie schon gesagt haben, die man nicht wirklich vorhersehen kann oder kontrollieren. Aber dann wiederum dieses ursprüngliche Leidenschaft der Menschen, die manchmal in Hass rübergeht oder eine starke Animosität gegenüber anderen. Und eigentlich der Krieg findet sich im Spannungsfeld diese drei Elemente. Und dieses dritte Element, das ist die absolute Seite des Kriegs, der diese Tendenz der Steigerung in sich hat, ja, und durch die Wahrscheinlichkeiten und Zufälle und Länge irgendwie sich selbst wieder reduzieren kann. Genau. Ja? Aber das wiederholt sich im Menschen.
Und wenn man das hier noch einen Moment dann fortführt, müsste man eigentlich sagen, hier gibt es ebenfalls diese drei Kriegstypen im Menschen. Ich meine, die Kampfführung ist auch eine ganz spannende, ein spannendes Thema bei ihm, weil er fragt sich manchmal, wäre es besser, wenn die Generäle oder die Offiziere meine Schriften lesen würden? Also sagt er am Ende der Vorlesung, jetzt ist die Frage, was kann ich Ihnen raten? Sollen Sie sich mehr in solche Techniken einarbeiten? Und sagt er, nein, eigentlich der gute Kriegsführer ist fast intuitiv und nicht einer, der das gelernt hat, obwohl er selbst jetzt diese Vorlesungen hält an der Preußischen Kriegsakademie. Und dann am Ende, wirklich am Ende in der letzten Vorlesung, sagt er, mein Rat ist einfach, lesen Sie viel Geschichte. Und versuchen Sie aus der Geschichte eine Intuition oder Ihre intuitive Fähigkeiten zu schärfen und zu spitzen. Ich glaube, da lernen Sie noch mehr. Also insofern eine selbst demütigende Haltung gegenüber sein Thema. Aber interessant, dass er sozusagen vorschlägt und beobachtet, dass man eine Art Cross-Mapping machen könnte zwischen geschichtlichen Vorbildern und einer konkreten Landschaft und Situation. Ja. Ja, das kann gar nicht stimmen. Wenn Friedrich der Große eine hannibalsche Vorschrift oder eine Vorschrift Alexanders Großen, die schräge Schachtordnung, anwendet, dann tut er das intuitiv. Ja, nicht? Sozusagen der Irrtum, dass er Leuten mit einem antiken Schlachtfeld verwechselt, das verschafft ihm die Überraschung und den Sieg. Ja. Ja. Das geht bei Karl dem Kühnen schief und bei Friedrich dem Großen gut. Ja. Aber das ist, glaube ich, das Interessante gerade an Clausewitz ist, dass man kann etwas wie der Krieg nicht auf ein Element reduzieren. Und deswegen, er ist der Meinung, wir müssen irgendwie in der Lage sein zu lernen und bestimmte Gesetzmäßigkeiten abzuleiten, aber durchaus kritisch gegenüber eine zu vereinfachte Anwendung von solchen historischen Lehren. Und dann wiederum das Gefühl, irgendwo kommt so Intuition und auch noch einfach ein Element der Willkür. Die Elemente, aus denen der Krieg sich zusammensetzt, sind selber wie Lebewesen zu betrachten, organisch zu betrachten. Die haben ihren Eigenwillen. Ja? Das Gelände hat einen Eigenwillen. Die Menschen, die Soldaten, mit Hunger, ohne Hunger, nach langem Marsch oder ohne langem Marsch, in der Hitze von Kunnersdorf, sind sie ganz anders. Ja, das ist diese konkrete Betrachtung und eigentlich die Handeln in der Möglichkeitsform. Das sind alle Konjunktive, alle Vergangenheiten in der Gegenwart mit präsent. Ich glaube, das ist der Kern. Ich meine, das ist auch wieder ein Kritik an jene Kolleginnen und Kollegen, die der Meinung sind, Clausewitz sei überholt. Ich glaube, wenn man zurückgeht zu seine analytische Herangehensweise, merkt man, dass diese Herangehensweise zeitlos ist. Die einzelnen Erscheinungen, die Formen, die wir von Zeit zu Zeit haben, die verändern sich. Aber das, was im Kern Krieg ist, analytisch betrachtet, ist ziemlich konstant und ist nicht definierbar schon, aber ist nicht reduzierbar auf irgendein einzelnes Element mit so einer Art Ursache-Auswirkung-Beziehung. Es war eigentlich diese Diskussion, die entstanden ist über Counterintelligence-Doktrin, also diese Coin-Strategie und so, die uns bewegt hat, auch uns verstärkt mit Clausewitz wieder zu beschäftigen. Und hier war natürlich von Petraeus und den Leuten die Idee, dass man, um effektiv gegen solche aufständische Kräfte zu kämpfen, muss man wieder eine Kontrolle über das Territorium bekommen. Man muss eine breitere Strategie als nur eine militärische Strategie. Man muss das Motiv herankommen. Genau. Und hier wäre es interessant, eigentlich, das ist eigentlich ein Projekt, was ich noch vorhabe, diese Gedanken von Petraeus neben Clausewitz, weil
eigentlich der eine, der Clausewitz, entwickelt eine Theorie des Aufstand, und Petraeus versucht, eine Antwort darauf zu geben. Und jetzt ist die Frage zu sehen, inwiefern hier ein Dialog zustande kommen kann oder zustande gekommen ist. Und zwar ein Aufstand, ja, nicht, der jetzt ausbricht, nicht gegen einen Napoleon, nicht gegen einen Oppressor, ja, nicht, sondern der an und für sich ausbricht. Nehmen Sie mal jetzt, wenn Sie mal auf die ES rübergehen, ja, da haben Sie ja den Satz, und setzest du nicht dein Leben ein, so wird es dir nicht gewonnen sein. Ja, ein Satz, den Clausewitz verstehen würde. Ja, hätten Sie jetzt auf der falschen Seite. Sie haben eine Erscheinung wie bei Kamikaze. Ja. Das haben wir ja in Mitteleuropa auch im Zweiten Weltkrieg nicht gehabt. Wir haben keine Ritterkreuzträger, ja, die ihr Leben willentlich einsetzen, ja, aufgeben, opfern, wegschmeißen. Ja, sondern sie wollen nach Hause kommen, auch den Ruhm haben. Ja. 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 Und diese Seite, ja, da muss man versuchen, wiederum an das Motiv heranzukommen. Ja, denn nur mit Waffen, ja, findet man sie ja gar nicht erst. Ja, aber das Interessante da ist natürlich, nicht nur ranzukommen, sondern zu verstehen, warum sie entsteht. In einem Moment, in einem so Blitzmoment entsteht so ein Motiv, wo sie gestern nicht war, vorhanden war. Und dann ist die Frage, muss sie einfach ihr Lauf haben und dann irgendwann, sage ich so, ausgelebt sein? Oder gibt es wirklich Möglichkeiten, dann das rückgängig zu machen? Das ist eine psychologische Frage, die sehr spannend ist, aber wofür ich auch keine Antwort habe. Aber es würde jetzt das Gelände der Psychologie, die Seelenlandschaft, würde jetzt wie eine objektive Karte auch lesbar werden. Ja? Ich darf nochmal springen zu den spanischen Partisanen. Ja? Das sind ja Bauern. Ja? Die haben ihre Geistlichen. Ja, sie verteidigen ihre eigene Unterdrückung. Genau. Ja, nicht? Genau. Ja? Genau. Also das Gegenteil der Bauernkriege. In der Vendée auch. Ja. Das sind die Royalisten, die verteidigen auch ihre Kirche und auch den König, aber es ist auch eigentlich eine Unterdrückung sind nicht bereit, sich der Revolution anzuschließen. Und wie, wenn Sie jetzt vergleichen, die Soldaten, die gegen Sie geführt sind, ja, aus der Normandie, aus dem Elsass, aus Paris, ja, nicht? Die verlieren mit jeder Woche, mit jedem Wetterumschwung etwas von dem Motiv, ja, dass sie ursprünglich in Paris als Begeisterung hatten. Ja? Sie wollten die Normandie, ja, besiegen, die Revolution retten, ja, aber das vermindert sich mit jedem Schritt, ja, nochmal, wenn auf dem Marsch nach Moskau nochmal. Ja, 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 ja. Wie ist das bei den Partisanen? Was ist da seine Beobachtung? Oder bei den Tirolern? Ja, wann hören sie auf, Hofer zu vertrauen? Ich meine, sie hören auf natürlich in dem Moment, wo sie Erfolg haben, wenn man in der Lage ist, den Feind so in Zweifel zu bringen, dass, sage ich, die wohldurchdachte Strategie jetzt ein Element der Irrationalität getroffen hat, ist es möglich, dass sie sich zurückzieht und dann natürlich können die Bauern zurückgehen zu ihrem normalen Leben. Idealtypisch, also vor der Krieg, also wenn der Krieg noch im Bereich der Ideen ist, also die Idee des Krieges, der muss sich zum absoluten Krieg entwickeln, weil eben diese in sich verstärkende Elemente zu finden sind. Es ist aber... Weil der Gegner sozusagen die Steigung aufzwingt. Genau. Ja. Natürlich, die Nazis haben das falsch verstanden, weil sie meinten, der redet natürlich von empirischen Formen, Einzelform. Es ist in der Logik des Krieges, aber diese Logik des Krieges in der ideellen Welt trifft natürlich in der empirischen Welt die Friktionen, auf die Widerstände und auch vielleicht der Ermüdigung der einzelnen Menschen. Also bis zu den Fußsohlen, ja, bis zu den Stiefeln. Genau. Und jetzt, das ist die eine Seite. Ja? Jetzt gibt es eine zweite Seite, dass der Krieg allseitig ist, das wird bei ihm weniger beschrieben, dass die frühesten Formen von Stammeskämpfen, in Bosnien sieht man sie sofort wieder, ja, von Nachbarschaftskämpfen bis zu Kain und Abel hin, ja, nicht, zugleich passieren mit den großen Konfrontationen von ganzen Technologien, Systemen oder Imperien, ja, also immer gleichzeitig, ja,
und er fällt sozusagen, wenn er auf einer Ebene scheitert, auf eine andere zurück. Ja? Weswegen es so schwer ist, ja, ihn generell zu beenden. Sodass der Burenkrieg, ja. Ja, von 1902, glaube ich, ja, nicht, immer noch Erfahrungsgehalte hätte, ja, für Small War. Ja. Ja, nicht, ja, die wir heute wieder erkennen würden in Donetsk. Ja. Wir könnten nicht sagen, wer die Buren sind. Und Briten sind auch nicht da. Ja. Ja. Alles ändert aber sich, aber die Erscheinungen sind gleich. Die Erscheinungen sind gleich und aber haben ihre eigene Couleur. Und das ist auch was Spannendes bei Clausewitz. Er ist auch, würden wir heutzutage, eine Art vergleichende Politik-Theoretiker, weil er versucht auch immer, also diese drei Elemente des Krieges, die in seine wunderliche Dreifaltigkeit zu finden sind, die werden... Die Dreifaltigkeit ist, was Sie vorhin sagten, der Zufall. Der Zufall, dann diese Art, der Versuch, Vernunft einzubringen und auf der anderen Seite die Passionen oder die Leidenschaften der Menschen. Und die Frage ist im spezifischen Fall, wer ist der Träger von diesen drei Elementen? Meist glaubt er, das Volk ist Träger der Passionen oder Leidenschaften. Die Regierung oder die Generäle sind die Träger von der Vernunft. Und natürlich der Zufall ist Das stimmt aber nicht. Und denn die Vernunft kommt beim Obergefreiten, wie wir das sagten, ja, nicht? Von einem Unterführer. Ja, plötzlich. Ja, gegen alle Vernunft. Das Temperament, ja, kommt nicht vom Propagandaministerium, von Goebbels. Nee. Das ist ganz unwirksam, wenn die Realität was anderes spiegelt. Genau. Ja? Aber dann das Interessante, das Vergleichende ist, die verschiedenen Formen der Organisation des Volkes, ja, haben dann eine Auswirkung für Clausewitz auf die Art und Weise, wie sie dann einzubinden sind in einen Krieg. So dass die Tataren, beschreibt er, führen eine ganz andere Art von Krieg als die Preußen, selbstverständlich. Also wenn man nomadisch ist, wird es anders sein, als wenn man sässig ist. Und hier wiederum, obwohl diese Elemente analytisch betrachtet überall sind, die einzelnen Formen sind nur im Kontext zu verstehen. Das ist die Hauptkategorie, der Zusammenhang. Genau. Ja? Genau. Und das ist ein System von Balancen und nicht von Entweder-Oder. Genau. Das ist antikartesianisch, wie er denkt. Ja.